Hallihallo, liebe Leute, und wir machen weiter mit Mystic Quest Legend, der Gute. Steakhouse Deluxe. Und DJ KR87. Wir begeben uns in dieser. Steht hier irgendwo der Name des Gebiets nochmal? Eishöhle, irgendwie sowas, Eislabyrinth. Auf jeden Fall auf der Suche nach dem blauen Stein. Ja, brauchen wir diesen Opal, um Aquaria wieder aufzutauen. Ja, das genau. Ist des Wassers. Genau, deswegen sind wir auch hier und versuchen hier diese Schlangenfrauen, dessen Namen wir immer noch am Grübeln sind. Ich denke mal, wenn das Video hochgeladen wird, wird es wahrscheinlich schon eine Antwort geben. Wie schlage ich nochmal zu? Ach so. So, jetzt wollte ich das hier erstmal öffnen. Wenn das Video hochgeladen wird, wird es wahrscheinlich schon eine Antwort darauf geben, möglicherweise, falls es einer weiß. Wir wissen es nicht. Meinst du jetzt auf den Namen bezogen oder warum es bei uns oben abgeschnitten ist? Nein, auf den Namen dieser Set Jago Frauen Schlangen. Ja, das müsste aber stimmen. So, jetzt haben wir hier Darius wieder. Wir kämpfen wieder gegen das Shooter-Spiel von Taito. Naja, super, toll. Einmal geschlagen und er heilt sich. Was für ein Dreckskerl. Ja, besudel mich mit Volksmusik, die mich gar nicht interessiert. Ja, wie man ja auch merkt, Phobia hat es ja nun auch wirklich nicht interessiert. Ja. Ja, wenigstens ist sie vernünftig. Ja. Unsere gute Phobia. Ja. Die ich sowieso noch in die nächstbeste Ecke hinzerren will, wenn sich mal die Gelegenheit dafür ergeben würde. Zu viel Information. Naja, ich weiß ja nicht, ob der Held überhaupt mal die Gelegenheit dazu hat. Ich glaube nicht. Denke ich auch nicht. Wobei doch, wenn sie ins Bett steigen. Ja, okay, da fehlt uns ja bis heute wirklich der Nachweis, was da wirklich genau passiert. Ja, das haben die wahrscheinlich in dem Spiel extra weggeschnitten, weil sonst zu viele spekulieren könnten. Wäre eine Möglichkeit. Ja, das Spiel war ja extra für den westlichen Markt sozusagen gebaut und sie wollten daraus bestimmt kein Hentai-Spiel entwickeln. Das mit Sicherheit nicht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie... Ja, wie soll man sagen? Ich will nicht sagen, prüde die Amis sind, aber... Oh, was ist das? Ich bin versteinert, scheiße. Oh Gott. Ja. Naja, wie gesagt, ich will nicht sagen, wie prüde die Amis sind, aber bei denen gehen sie doch ein bisschen anders mit dem Thema Sexualität und wie bei uns. Oh ja. So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, habe ich überhaupt was im Rucksack? Ja. Heiltrank? Heiltrank müsste gehen. Hoffen wir's. Wer das hält jetzt nicht die Versteinerung, dann hast du Schuld. Okay, hat geklappt. Mit heißem Öl? Aua. Stand da gerade echt mit heißem Öl? Ja. Das ist hart. Das ist echt hart. Oh, Phobia ist auch gleich dem Tode geweiht. Ich sollte es immer wieder umstellen. So. Ja, die kann sich ja dann zum Glück ganz gut um sich selbst kümmern. Ich hoffe es, weil wenn sie mir wegstirbt, dann... Wäre das nicht sehr toll. Das ist wohl wahr. Gott sei Dank hat sie sich rechtzeitig geheilt. Ja. Weil ich hatte jetzt Angst, dass sie etwas langsamer als diese Gegner sind und das wäre in dem Fall nicht gerade sehr freundlich. Das ist wohl richtig. Und in dem Fall haben wir Glück gehabt. Ja. Ja, sowieso total overpowerte Team-Party-Mitglieder hier die ganze Zeit dabei. Ja, zum Glück eigentlich. So kommen wir wenigstens gut voran. Das ist wohl richtig. Wir müssen ja nur 4 Steine insgesamt wiederbeleben und dann im Prinzip haben wir das Spiel ja schon bald geschafft. Wenn wir diesen Dungeon hier soweit bewältigen, haben wir schon die Hälfte des Spiels, glaube ich, überwältigt. Also im Prinzip kommt mir das im Prinzip sehr kurz vor wie andere Rollenspiele, die ich jetzt so kenne. Zum Beispiel, also auf welches spielst du jetzt gerade genau damit an? Bestes Beispiel, was ich momentan ja immer noch auf dem 3DS zocke, Tales of the Abyss. Ja, okay, die Tales-Reihe ist aber dafür bekannt, dass sie immer relativ lang ist. Ja, oder Final Fantasy, das ist da auch der beste Beispiel. Oder noch bestes Beispiel, Breath of Fire 3. Die 90 Spielstunden schlägt in dem Fall kein Spiel. Das ist wahr. Zumindest welches ich hier als Let's Play mache. Breath of Fire 3? Ja. Bist du doch im Moment noch gar nicht dran, oder machst du die Aufnahme? Das habe ich schon längst durch. Achso, du hast die Aufnahme also soweit fertig, oder was? Breath of Fire 3 existiert schon länger als Let's Play hier auf diesem Kanal. Ach doch, der 3... Ja,
Ich hab's gerade mit dem Zweier verwechselt. Guten Morgen, der zweite Teil ist aber auch auf meinem Kanal. Falls du noch nicht geguckt haben solltest. Ja, ich hab's gesehen. Wir haben uns ja damals über den Dreier auch überhaupt erst angefangen, richtig kennenzulernen. Moment, wir haben es jetzt kurz vor 10. Bist du überhaupt noch wach? Oder kurz vor 9? Natürlich bin ich wach, was denkst du denn? Davon merke ich aber gerade nicht, wie schon wieder versteinert. Ja, vielleicht solltest du bei den Hühnern auf Bomben zurückgreifen. Ich glaube, ich gebe eine gute Steinfigur ab, wenn die mich so oft gerne versteinern. Ja. Steinstaub, ja, natürlich schon wieder. Ja, weil sie halt damit kontern, sobald du auf einen Nahkampfangriff gehst. Deswegen sage ich ja vielleicht mal Bomben auspacken. Jetzt reiz mir, jetzt radiere ich dich aus, jetzt rupfe ich dich wie ein sattes Huhn. Ja. Schwerer Treffer, yay! Wuhu! Dann geht er down. So. Ich habe aber viel zu viele Gegner, also ich merke das schon, dieser Dungeon wird ätzend. In dieser Hinsicht. Ja, wir müssen ja nun nicht wirklich restlos jeden bekämpfen. Ja, Gott sei Dank. Aber trotzdem. Ja. Es ist schon ätzend in diesen Dungeons. Ich will nicht wissen, wie viel der nächste Dungeon bereithält. Bestimmt noch mehr als das hier. Ich bin gerade mal überlegen, welches das ist. Aber wir sind jetzt gerade an einem Wasserkristall dran. Das heißt, wir haben jetzt Erde. Und wenn wir mit hier durch sind, müssen wir Wasser haben. Das heißt, es fehlt noch Feuer und es fehlt noch Luft. Also, komm noch schlimmer oder komm nicht schlimmer? Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Wind persönlich relativ ätzend fand. Aber nicht von der Dungeon-Größe her, sondern weil du da dann doch schon mit den Rätseln auch wieder ein bisschen anfangen musst zu arbeiten. Okay, dann gucke ich mal, ob ich damit wenigstens zurechtkomme. Vielleicht kann ich dir einen Schritt voraus sein. Also ich weiß noch, als ich das damals als Kind das allererste Mal gespielt habe, habe ich an der Stelle aufgehört, weil ich keinen Nerv mehr hatte. Weil ich es nicht kapiert habe damals einfach. Ich war zu jung wahrscheinlich noch dafür. Okay. Naja, in dem Fall bin ich älter. Vielleicht werde ich dir da möglicherweise einen Schritt voraus sein. Das ist gut möglich. Zumindest wenn man die Texte dann auch mal liest, die da stehen und nicht einfach nur durchdrückt, so wie man es ja bei jedem 0815 RPG meistens macht. Naja, naja, auf jeden Fall, ist das auch schon amüsant, dass ich hier das erste Mal durchspiele und ich entdecke hier auch Sachen, die ich vorher noch nicht entdeckt habe, wie dass man durch Tod sogar Erfahrungspunkte erhält und Level Up. Das war echt das Amüsanteste. Und das ist echt schon genial, was für Sachen hier in diesem Spiel echt drin sind. Das ist einfach nur unglaublich. Da denke ich mir auch, was haben sich die Entwickler gedacht, das so einfach zu machen? Aber gut, genug gemeckert. Ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt eigentlich, dass das ja so die Rollenspiele zu dem westlichen Markt rüberbringen sollte. Und der große Durchbruch dann aber eigentlich so mit diesem Klassiker, sage ich jetzt einmal, mit unter anderem Final Fantasy VII ja nun wirklich war. Oh ja. Aber man muss bedenken, in Amerika kam ja schon das erste Final Fantasy überhaupt raus. Das ist richtig, aber es hat sich ja trotzdem nie wirklich durchsetzen können. Ja, irgendwie komisch. Und dieses Spiel hat sozusagen dementsprechend dazu verholfen, könnte man bald sagen. Richtig, Breath of Fire 2 hat ja zum Beispiel damals vom Super Nintendo in Europa, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht die allerbesten Kritiken dafür abgegriffen. Was eigentlich sehr schade ist, weil das Spiel fand ich sehr cool. Zumindest als Let's Play zu machen, hat mir sehr Spaß gemacht. Ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Und im Prinzip kommt man heutzutage auch an einen sehr genialen Deutsch-Patch dran und deswegen, das ist schon klasse, was wirklich Fans davon gemacht haben. Na gut, das war einer, der das übersetzt hat, aber der hat da wirklich großartige Arbeit geleistet. Obwohl nicht nur einer, das waren vier Leute. Das verwechsel ich gerade mit einem anderen Spiel, was D-Force auch übersetzt hat. Das war Tales of Phantasia, das hat er alleine übersetzt. Ja, das ist aber dann auch eine böse Arbeit. Ich meine, vom Englischen ins Deutsche geht's noch, aber wenn du dann irgendwie das vom Japanischen übersetzen musst, da würde ich wahrscheinlich auch scheitern. Ja, beim Japanischen, das wäre echt wirklich hart. Also allein auf jeden Fall. Da bräuchte man schon bestimmt einige Leute. Und das machen ja die meisten, wo man sich jetzt eigentlich lang, machen wahrscheinlich... Irrgarten lässt grüßen. Ich sag, Irrgarten lässt grüßen. Ja, auf jeden Fall machen das wahrscheinlich die meisten englischsprachigen Übersetzer, dass sie sich genug Leute holen, die wenigstens Englisch, Japanisch können und das dann halt schon mal ein Skript vorbereiten und dann halt die Übersetzung vorbereiten. Gehe ich auch von aus. Und in dem Fall gibt es schon wahnsinnig großartige Übersetzungen, das kann man echt nicht anders sagen. Ja. Ich meine, ein guter Bekannter von mir hat's ja Glück, weil
jetzt in diesem Moment, also wo wir die Aufnahmen machen, man weiß ja nicht, wann sich einige Leute dieses LP angucken. Das stimmt. Macht er ja gerade mehr oder weniger Urlaub in Japan. Ich beneide ihn jetzt schon. Ja. Hat er mir gestern noch groß im Teamspeak erzählt, so, dass er gerade heute erstmal zur Ten-Ten-Meile in Osaka fährt. Wow. Ich hoffe, der fährt auch mal nach Shibuya, nach Ten-4 und geht dort mal shoppen, hoha. The World Ends With You lässt grüßen. Du, so ein großer Anime-Fan wie er ist, also ich kenne keinen, der eigentlich verrückter ist wie er. Okay. Und bei ihm ist es nun wirklich so, das kann man nicht anders sagen, die Ten-Ten-Meile in Osaka ist ja absolut dafür bekannt, weil es dort, das ist auch eine komplette Einkaufsmeile, aber nur für Anime-Artikel. Mit Ach, allen was? Möglichen Sachen, also seien es Filme, seien es Spiele, die auf Animes basieren, natürlich entsprechende, ja, wie soll man sagen, Arcade-Hallen und vor allen Dingen auch Maid-Cafés und was weiß ich alles. Also das ist, muss da echt schon Hammer sein und er fährt da ausgerechnet noch hin. Ja, und wie war das? Wie meintest du das mal, der macht das nur geschäftlich, ne? Er ist von der Firma aus dahin gefahren, ja. Und in dem Fall das eigentlich verdammt gut, ey. Ich wäre auch mal nach Japan, verdammte Scheiße. Ja, vielleicht haben wir, dass wir beide dann irgendwann mal zusammen dahin fahren können oder so. Wenn ich mal irgendwas gewinnen sollte, dann lade ich dich ein. Ja, das wäre super. Da müsste man aber wirklich schon im Lotto gewinnen oder so. Oder ein paar Jährchen sparen. Ja, in dem Fall bräuchte ich auf jeden Fall einen Vollzeitjob, damit ich diesbezüglich richtig sparen kann. Weil so geht das momentan noch nicht so gut. Ich meine, ich bin froh, dass ich jetzt soweit für die Wii U das Geld zusammengespart habe, dass ich sie mir morgen holen kann. Oh. Und da freue ich mich schon drauf, dass ich mir die morgen abholen kann. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Als ich das erste Mal die Bilder von dem Controller gesehen habe, von der Wii U, habe ich ja gedacht, was wird das denn jetzt? Ich will mit dem Ding nicht ins Auto steigen und fahren. Ja, das stimmt. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich es dementsprechend schaffe, ein Video davon auf jeden Fall hochladen. Bezüglich der Wii U und die dann mal auspacken. Ich bin tot, scheiße. Und ja, mal gucken, wie ich das dementsprechend hinkriege. Kannst also gespannt sein, auf jeden Fall. Das war jetzt aber verdammtes Glück. Naja, ich meine, ich krieg sowieso Erfahrungspunkte, auch wenn ich tot bin, das finde ich so geil. Das ist wohl wahr, aber trotzdem, also das war ja nun echt übelst knapp. Ja. Aber manchmal brauche ich Glück, du weißt ja, 10 HP, ich bin vergiftet und überlebe trotzdem, ha? Ja, wem sagst du das? Ja. Oh Gott, das sieht hier gibt's auch schon nur nach Gegner. Einer Sackgasse da jetzt aus, oder? Nochmal. Ich sagte, es sieht da jetzt auch schon nach einer Sackgasse aus. Ja, aber die Gegner wollte ich trotzdem mal mitnehmen. Gibt Erfahrungspunkte. Natürlich. Gute Nacht. Nee, die legen es bei dir aber auch drauf an, dich platt zu machen, ne? Ja, die wollen mich schlafen legen, die wollen mich versteinern, die wollen mich, was war eigentlich noch alles dran? Genau, mit Volksmusik besudeln. Fehlt irgendwas? Und, ja. Ja, Verwirrung, genau, die haben wir vergessen. Und die attackieren mit Stacheldraht. Ja. Ist klar. Wer weiß, wo die das versteckt haben. Ich will das, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber darüber kann man spekulieren, wenn man will. Jetzt ist aber mal gut mit Betäubung. Ja, so weiter kriegt den Phobia aber noch die Magiepunkte aus, weil sie die ständig wieder aufkratzen muss. Oh ja. So. Ich hoffe, dass dieser Dungeon hier endlich mal ein Ende nimmt, dass ich dann bald mal Eispyramide sind war. Darüber haben wir ja eben auch noch gerätselt. Ja. So, dann werde ich jetzt mal hier lang gehen. Hoffen wir, dass wir zumindest jetzt mal den richtigen Gang nach oben finden. Okay, wir bekämpfen mal wieder diese Schnabelaugen. Juhu. Aber die haben immer noch... Gesichtsausdruck absolut göttlich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die haben immer noch den genialsten Gesichtsausdruck im gesamten Gegneruniversum dieses Spiels hier. Ja. Also zumindest bisher. Ich weiß ja nicht, was sonst noch für Gegner kommt, aber ich glaube, dass bisher... Also es gibt noch zwei Treppen, das habe ich jetzt gesehen. Eine davon muss ja richtig sein. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Ich meine, mehr wie Lotto spielen können wir hier nicht. Stimmt wohl. Aber wir sind auch schon wieder knapp vor Ende des Videos sogar. Ja, bis zur Treppe werden wir es auf jeden Fall noch schaffen, denke ich mal. Ja, denke ich schon. Aber gut. Wir sind ja zum Glück beide nicht an die 15 Minuten YouTube-Zeit gebunden, also insofern. Ja, Gott sei Dank. Bin ich auch froh drüber. Das Einzige, was in dem Fall passieren könnte, dass man ein Urheberrechtsproblem bekommen könnte und dann würde man das Problem ja mit den 15 Minuten haben.
Aber in dem Fall habe ich Gott sei Dank nicht das Problem. Trotz, dass ich ein gesamtes Metal Gear Solid Let's Play markiert habe, von wegen Konami will die Rechte haben oder hat die Rechte, bla bla bla. Visueller Content verwaltet von, das Spielchen habe ich bei mir im Moment auch. Ja, Konami, wie gesagt, hat das gesamte, bis auf einige Ausnahmen von Metal Gear Solid beansprucht und hat in den ganzen zweieinhalb, na bei drei Jahren sogar, im Prinzip noch nichts passiert, also... Dann wird ja in den nächsten Jahren auch nichts passieren da, bei den Let's Play. Denke ich auch nicht. Also das ist ja das Schöne bei diesem Hobby, sage ich jetzt mal, dass man wirklich sagen kann, okay, wir machen das. Weil wenn sie es sperren lassen würden, dann würden sie ja irgendwo auch negative Werbung auf sich werfen. Weil ich meine, was gibt's Besseres als jemand, der das Spiel dann so vorstellt, die Leute... ich sag jetzt mal, anfixt, dass sie es dann selber spielen wollen, ist es kostenlose Werbung. Ja, vor allem Metal Gear Solid gibt's ja auch für PlayStation Network zum Runterladen. Wirklich? Ja. Das kann man dort auf jeden Fall für 10 Euro, meine ich, abstauben. Mhm. Und sogar mit der deutschen Sprachausgabe, wenn du auf die bestehst. Naja, auf jeden Fall, was sagt die Zeit? Kann ich diesen Kampf noch machen? Ja, wir sind jetzt bei 16 Minuten, also musst du entscheiden. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause hier und beim nächsten Video kämpfen wir hier weiter gegen diese Gegnermassen, die hier kein Ende nehmen. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns beide jetzt und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder hier, gegen weitere Gegner zu kämpfen. Yay! Auf Wiedersehen, liebe Leute! Ciao, ciao!